das der krumme Hund, der dich verfolgt hat? Da scheint ein Irrtum vorzuliegen. Mein Name ist... Namen sind was für Grabsteine, Baby. Voll, die Presse, voll, Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zum schönsten Presse- und Medienpodcast Deutschlands in dem schönsten Beefhole Deutschlands mit euren liebsten durchgemeschten Podcastern, dem lieben Beef Rotright, Hallöchen, dem Prollo Ferrammer, dem Herr Sagas, Hallöchen, und mir, Ben Katari. Was soll das, fragt ihr euch. Wer glaubt zu wissen, worauf ich hinaus will mit dem Thema des Tages heute als kleinen Opener? Geheimsprachen. Nein, nicht Geheimsprachen. Ich habe ja schon gesagt, Mesh. Da denkt der ITler an WLAN-Netze oder der grünen Wähler an Namensmeshing. Neueste Erfindung aus der grünen Fraktion, den ich ja grundsätzlich vom Grundtenor her recht positiv gegenüber eingestellt bin, heißt Namensmeshing. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr es auch gelesen wahrscheinlich? Ja, ja, dass quasi aus Doppelnamen dann einer gemacht wird, so über die Hälfte zusammengematscht. Wenn die Leute heiraten, also wenn der Beef mich heiratet, dann ist er eben der Beef Rotright, wenn er das möchte. Und ich natürlich auch, der Ben Rotright oder Card Beef oder was auch immer. Bist du der Rotright oder Right Rotch? Right Rotch. Right Rotch? Ja, Right Rotch wäre auch ganz cool. Weight Watchers. Nee, ja. Rotright. Weight Watch, auch schön. Also die genauen Regeln, wie man das mesht, habe ich mir echt nicht durchgelesen in dem Artikel, den ich irgendwo hier eigentlich vorbereitet hatte, aber den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht im Spiegel. Da hatten sie, glaube ich, Schneider und Müller, das wird dann zu Schüller oder Schnüller. Ich hatte ja zwischendurch ganz kurz, wo ich das gelesen hatte, ich hatte das auch nur als Überschrift gelesen, gedacht irgendwie, dann kriege ich jetzt jedes Ehepaar oder jedes Paar, was bei der Hochzeit ist, kriegt quasi vom Standesbeamten so ein Scrabble-Spiel und dann können die einfach die Buchstaben zusammenwerfen. Ja. Ja. Einmal in den Sack greifen. Ja. Also, schon vor der Hochzeit. Ich hab's gelesen als Meldung von jemandem, der das irgendwie offensichtlich kritisiert hat und ich dachte, das sei eine Verarschung. Also das, es mutet an wie ein April-Scherz, ja, ein vorgezogener, ja. Aber bei meinem Studium, intensiven Studium des Namen-Meshings, musste ich feststellen, in England ist das bereits erlaubt. Da kannst du das machen. Also da würde dann ein Herr Cartwright und ein, was weiß ich, eine, wie auch immer, Smith, Cart Smith sich nennen können, beispielsweise. Oder Smith und Wesson wäre dann... Smithen. Also ich muss sagen, ganz spontan finde ich es bescheuert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, zuerst denkt man, es ist bescheuert, aber auf der anderen Seite ist es auch eine ganz geile neue Möglichkeit, einen langweiligen Nachnamen gegen was viel Interessanteres zu tauschen, ohne einen noch langweiligeren Doppelnamen wählen zu müssen. Zum Beispiel Schmidt und Müller, so relativ gemeine, allgemeine Namen werden dann halt zu Schnüller. Das ist doch ein Reißer. Genau, oder Misch. Schmüller. Oder Milch. Ja, aber also ich weiß nicht, ist das eine Sache, die uns noch gefehlt hat? Also ehrlich gesagt, haben die Leute so unter ihren Namen gelitten? Ich weiß, ich vermute, das ist irgendwie so ein Gesetz, was dann wieder so diese, heute will ja jeder super individuell sein und keine Ahnung, non-binär, binär oder gar nichts oder Asteroid oder wie auch immer, wollen sie alles ermöglichen und das soll eben dann wahrscheinlich auch bei dem Namen die Möglichkeit geben, selber was Neues zu kreieren, anstatt den seit Jahrzehnten und Generationen weitergereichten Pupsnamen der Familie halt. Es gibt ja halt, das muss man auch offen sagen, Leute mit Scheißnamen. Wobei, ob die durch die Mescherei besser werden? Das ist die Frage. Ich meine, das ist jetzt natürlich kein wirklich gewichtiges Gegenargument, aber spontan fällt mir ein, es wird nicht gerade einfacher, dann irgendwie noch irgendwie so Linien, ja, so Stammbäume nachzuvollziehen. Also weiß ich jetzt nicht. Dann wird es wirklich, wie du sagst, mit dem Scrabble, dann sitzen da irgendwelche Profis und schneiden die Namen, drucken sich erstmal aus, schneiden die dann auseinander und gucken, was für Varianten dabei möglich sind. Und
Spannende Frage wäre vielleicht, wie sich es dann über Generationen entwickelt, dass man am Schluss dann nur noch so einen Einheitsnamen hat, weil dann irgendwann alles auf die gleiche Namen-Buchstabenfolge zusammenmescht. Also vielleicht hat man dann irgendwann, oder gibt es da so eine Vorschrift auch, dass Vokale drin sein müssen oder mitgenommen werden, also dass man irgendwie sagt, also so, ja, dass das man nur das noch so bisschen, also ja, so mit Lisbeth und Schnitter. Genau, Familie Lisbeth. Das ist dann ein bisschen mühsam auszusprechen und müsste möglicherweise hier und da buchstabiert werden, wo man seinen Namen angeben muss. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine lustige Scrabble-Idee, das definitiv. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es einfach mal als Witz gemeint war, um Leute zu ärgern, die ja gegen solche Dinge generell sind. Es ist aber geltendes Recht in UK. Also ja. Es ist nicht, glaube ich, komplett spaßig gemeint. Andersrum, weil ich tatsächlich jetzt auch nicht wirklich ganz schussfest weiß, wie ist es denn hier bei uns? Also ich, wenn jetzt auch jemand, wie ist das denn, wenn zwei mit einem Doppelnamen quasi heiraten wollen? Wenn beide schon einen Doppelnamen haben. Beide schon Doppelnamen haben, dann ja, können, also ein Vierfachname ist dann nicht mehr möglich. Ne? Also nee, das nicht wie so, in Spanien. Übereinander so gelegt und dann werden die Buchstaben addiert und dann kommt da so eine die neue. Die Quersumme und das so sind dann die Buchstaben von dem neuen Namen. Ne? Nee, aber ich kenne. ACDC. Ich habe so. Ich habe so eine, was war das, Politikerin oder Sportlerin? Eins von beiden, auf jeden Fall. Die hieß Greiner Petter Mem. Also die hatte so drei Namen dann schon mal als Nachnamen. Also die heißt wahrscheinlich auch noch Greiner Petter Mem, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das aktuelle Namensrecht ist. Oder ob dann zwei dann fusionieren können quasi. Aber wenn du dann zwei Doppelnamen hast, dann wird es ja auch lang. Oder gibt es da vielleicht so eine, keine Ahnung, Buchstabenbegrenzung? Maximal, das hatten wir ja mal bei ein paar Folgen zurück, hatten wir das ja mal, glaube ich, in Frankreich war das ja, wo sie keine Personalausweise ausstellen konnten, weil das, da war der Ortsname zu lang. Also das in dem, da hatten sie ein Problem, dass die Anzahl der Buchstaben des Ortsnamens dann quasi oder des Gemeindenamens dann die verfügbaren Buchstaben im Personalausweis überschritten hat. Ja. Und das könnte natürlich bei Namen ähnlich sein. Kriegst du zwei Personalausweise. Das ist oder so ausklappbar oder sowas. Ach, guck mal hier, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt doch mal in den Spiegelartikel geguckt. Das beantwortet nicht ganz deine Frage, aber bis dato ist es ja so, wenn ein Herr Müller eine Frau Schmidt heiratet, dann kann sich einer von beiden Doppelnamen geben. Also dann kann der Herr Müller heißen weiter und sie Müller-Schmidt oder Schmidt-Müller. Ach, nicht beide? Nee, beide geht nicht. Und das will der Buschmann, der FDP, was ist der Justizminister, der will das jetzt vorschlagen, eine Änderung des Namensrechts, dass dann wenigstens beide auch den Doppelnamen, also jeweils den Namen des anderen dazu nehmen. Das finde ich persönlich ganz cool. Ja. Das hat mich, also ich habe jetzt nicht konkrete Pläne, aber das hätte mich so theoretisch immer gewurmt. Und in dem Kontext haben die Grünen dann auch den Vorstoß eingebracht, eben ja, das Meshing gleich mit einzuführen als Möglichkeit. Das ist keine Pflicht. Keine Pflicht, sondern nur eine Möglichkeit. Nur eine Möglichkeit, genau. Ja, also ich finde es. Ja, ich finde es echt ganz interessant. Ich weiß nicht, Beef, du kennst das wahrscheinlich. James Bond ist ja eine Leidenschaft von mir. Da gibt es einen, der Roger Moore James Bonds, ich weiß nicht genau welcher, wo der sagt, mein Name ist Bond, James Bond. Und der Typ sagt nur, Namen sind was für Grabsteine, Baby. Also vielleicht wird es auch überbewertet. Ich hätte das bei Besser hier noch reingespielt, aber keine Ahnung, wo ich das Simpel rumliegen habe. Aber das ist eins meiner Lieblings- Bond-Zitate. Ja, Namensmashing. Für mich so ein ganz nettes Thema, über das ich gestern Abend noch gestolpert bin, wo ich dachte, ach ja, wird wohl ernsthaft diskutiert und auch in England schon praktiziert. Und sonst so, was habt ihr so durchgemasht in den letzten zwei Wochen? Irgendwas Besonderes? Nö, eigentlich alles so, meschte so alles so ganz normal vor sich hin. Ja. Ich jetzt Meschte alles so vor sich hin. Ich hatte mich ja nur kurzzeitig aufgeregt, hatte ich doch rumgeschickt, die Geschichte mit den Reichsbürgern. Ja. Da jetzt auch wieder eine große Aktion gewesen. Und ich habe mir den Artikel dazu auf Welt Online durchgelesen. Und ich hätte so kotzen können. Ich gucke dann ganz gerne in die Kommentare rein. Und wenn dann in den Kommentaren irgendwie die ersten 10 Kommentare nur sind, oh, wollte die Phaser mal wieder ablenken von der letzten Generation. Ja, warum schicken die nicht ein SEK mal zur letzten Generation statt zu den Typen mit den Rollatoren und weiß nicht was?
Da wurde doch ein Polizist angeschossen. Ja, da wurde ein Polizist angeschossen. Rollator-Unfall. Wurde ein Polizist angeschossen, ja, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Linker einen Polizist anschießt, dann sind die auf den Barrikaden 800 Kommentare bei Welt Online. Mhm. Wenn ein Polizist von einem Reichsbürger angeschossen wird, dann wird das ins Lächerliche gezogen, ja, und irgendwie gefragt, wieso nicht die Phaser endlich bei der linken Generation aufräumt. Es ist also noch ein Grund mehr, die Welt nicht zu lesen. Ja, die Welt ist aber auch immer so. So ein reaktionäres. Wirklich reaktionär, kann man nicht anders sagen. Ja, das ist halt ein total ideologisches Blatt. Also brutal ideologisch und ja. Aber sie haben sehr, sehr gute Artikel zu den Themen Wissen und Geschichte. Also die lese ich echt gern, muss ich sagen. Ja, vor allem die tausendjährige Geschichte wahrscheinlich. Und so Quiz-Artikel haben sie auch immer sehr schön zusammengeklaut aus dem Internet. Ja, hast du doch hier letztens auch. Ja, gemacht. Das stimmt. Haben wir dann abgebrochen, das Experiment nach 2,5 Fragen. Ich wollte ja eigentlich noch mal ein paar rausholen mit vergessenen deutschen Wörtern. Der Beef macht hier seltsame Handbewegungen und irritiert den Ben komplett. Du hast direkt die Hose aufgemacht. Mütze, Glatze. Ich denke so, können wir doch später machen, Herr Rogeright. In unserem Honeymoon. Greifst du doch später mal in den Sack, mein Lieber. So, was kann ich denn anbieten hier? Also ich hätte jetzt entweder das Schäffelerbräu Hausbier im Angebot oder das Paderborner Pilger Naturtrüb. Boah. Viele P's im Paderborner Pilger. Das ist so richtig schön für so einen Popschutz. Paderborner Pilger. Siehst du, da poppt es hier im Mikro. Ja, Paderborner ich mal. Naja, Paderborner mal. Und ich würde vorschlagen, wenn wir hier schön eingeschenkt haben, ich habe ja auch hier euch Jungs schon ein bisschen heiß gemacht. Ich war am Wochenende in Berlin bei meinem Bruder und der ist mit der Florence verheiratet, meine Schwägerin Florence Cartwright, und sie ist von Hause aus Französin. Und ich habe die Folge da geschnitten über unsere französischen Filmtitel. Ich hoffe, Prollo, du kannst die gleich alle noch herbeizitieren. Es war sehr viel mit Sex, Trip, Sex, Friends. Bad Sex. Also den Teil kann ich auf jeden Fall noch. Und wichtig, müssen wir uns merken, die Übersetzung von, was war das? Hangover. Very bad trip. Und darüber habe ich eine sehr geile Diskussion mit ihr geführt. Und deswegen habe ich sie überredet, hier mal in unsere Sendung zu kommen. Und ich würde jetzt mal versuchen, während ihr noch ein bisschen sonst was, so dumm die dumm, ein Kasper schneuzen, alles geht, nichts muss. Traumhaft. Ja, aber so, auch das geht. Ja. Hört ihr das? Studiogast ruft sogar zurück. Sensationell. Bonsoir, Florence. Comment ça va? Hier ist voll. Ça va bien. Ja, hallo. Ich habe schon ein bisschen eingeleitet und wir haben ja am Wochenende auch schon gesprochen. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist fit, uns hier ein paar Spezialitäten aus deinem Heimatland näher zu bringen, weil wir vier dummen Deutschen, wir haben uns so ein bisschen lustig gemacht über französische Filmtitelübersetzungen. Wir hatten ja als Beispiel den Film Hangover, der in Frankreich... jetzt habe ich es vergessen. Very bad trip. Very bad trip. Genau. Prollo, unser Franzose. Ja. Genau. Der Prollo hat das hier sehr schön vorgestellt. Wir haben es natürlich nicht wirklich lustig gemacht, aber es war amüsant, weil insbesondere ja auch der französische Express selber das Thema aufgegriffen hatte, dass es sehr simpel wirkt. Und du hattest da in unserem Gespräch eine total gute Erklärung, die mich super überzeugt hat, warum Very bad trip in dem Fall zumindest gar nicht so doof ist. Genau. Im Frankreich oft benutzen wir so englische Wörter oder Expressionen in eine andere Meinung, als was das bedeutet wirklich in Englisch. Und in diesem Fall, very bad trip, ein bad trip in Französisch, sagen wir, wenn jemand zu viel getrunken oder zu viel Drogen genommen hat und hat keine gute Erfahrung, wird krank, wird übergeben oder wird einfach nicht glücklich in seiner Trip. Ja, also hat so irgendwie, ja, im Endeffekt
ja, Trip, wie man das vom Drogentrip kennt, ne, und hat dann halt einen schlechten Trip. Ich glaube, ja, das kann man sogar im Deutsch. Ja, tatsächlich. Also ich kenne das aus dem Deutschen auch, dass man dann sagt, es hat einen schlechten Trip, in Anführungsstrichen. Ja, das ist dann ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, im Prinzip sozusagen schon ein besetzter Begriff im Französischen, weshalb das jetzt hier sehr gut passt. Genau, für den Film tatsächlich. Ja, aber wir haben es so sehr wörtlich übersetzt und haben gesagt, das ist ja so ein Roadmovie auch ein bisschen, dass sie halt eine schlechte Reise irgendwie machen und gesagt, okay, ja, das ist ein schlechter Trip, so, aber. Aber für uns hat gar nichts zu tun mit dieser Roadtrip. Ja. Ich habe nie diese Titel als Roadtrip gesehen. Okay. Nur, schlechte Erfahrung bei Alkohol, das ist nicht so gelaufen wie geplant. Ja, das war ja nur wirklich Thema des Films. In einem metaphorischen Sinn ist das ja auch eine Reise quasi. Also nur halt. Ja, ist also kein Roadtrip tatsächlich. Reise. Ja, genau. Genau, und ich fand's fast schon doppeldeutig, also clever doppeldeutig, dass man, ja, man kann es natürlich so als wörtlichen Trip, Reise sehen oder als schlechten Trip im Sinne von Drogen, Alkohol, Exzess. Und das fand ich, da sind mir so richtig bei euch auf dem Sofa die Augen aufgegangen in der Sekunde und dachte so, das müssen wir hier nochmal in der Sendung erklären, das kann man so nicht stehen lassen. Ist ja fast der französische Titel besser als der englische. Ja, also auf jeden Fall mehrdeutiger als der. Wobei mich da natürlich noch weitere englische Wörter interessieren würden, die insofern zweckentfremdet wurden. Ja, das haben wir dann auch, die Florence und ich, hier besprochen. Zum Beispiel waren es ja mindestens 5 Filme, was ich, Friends with Benefits, Sex Friends, Sex Trip, Sex Education und so weiter. Und da hattest du aber auch eine sehr schöne, überzeugende Erklärung, warum das in Frankreich immer zieht. Ja, als Franzosen, wir sind ziemlich fokussiert auf Essen und Sex. Deswegen, wir reden viel auf Sex und Essen. Aber wir reden nicht auf Geld. Also der perfekte Filmtitel wäre Sex Lunch oder sowas. Ja, perfekt. Sex Dinner. Und ihr redet nicht über Geld, dann das hieße ja, dass ihr richtig was gemeinsam habt mit den Deutschen. Ich weiß nicht, ich finde, in Deutschland redet man schon über Geld, Gehalt und wie hast deine Wohnung gekostet, wie viel zahlst du für deine Miete oder solche eigentlich. Sachen. Ja. Und sowas reden wir überhaupt nicht. Ist ein Tabu, oder? Ist doch fast schon Tabu, über Geld zu sprechen, oder? Ja, auch mit Familie, auch mit Freunden, sehr enge Freunde. Reden einfach nicht darüber. Das ist ganz interessant, dass du das jetzt sagst über Frankreich, weil Deutschland hat schon den Ruf, dass man nicht über Geld spricht. Also auch wenn ich jetzt gerade mit zum Beispiel Leuten aus USA spreche, da ist es total wichtig, über Geld zu sprechen. Gerade wenn du Geld hast, dann musst du das auch unbedingt erzählen. Das ist unheimlich wichtig. Während hier ist es ja eher so, wenn jemand raushängen lässt, dass er viel Kohle hat, ist eher peinlich. Genau. Und unhöflich und macht man einfach nicht, ja. Ja. Ja, in dem Zusammenhang möchte ich mal den 45. Präsidenten der USA kurz zitieren. Das passt hier so, weil der Sommer sagt, in Amerika redet man gerne über Geld. Der hat ja Folgendes gesagt. My father gave me a small loan of $1 million. A small loan. Ja, ich habe noch ein zweites Thema gerade vorbereitet, weil wir dich hier als Expertin haben und du bist jetzt nicht nur deshalb Expertin für dieses Thema, weil du aus Frankreich kommst und das alles sehr gut kennst, sondern weil du ja auch einen juristischen Hintergrund hast und man könnte behaupten, hier in der Runde sitzen auch noch so ein paar Juristen, aber was? Ja, aber das hat mich, das ist ein Artikel, der immer mal wieder alle Jubeljahre hochkommt und sicherlich ein alter Hut ist und vielleicht für dich auch ein ganz alter Hut ist, aber ich frage erstmal ganz behutsam in die Runde, warum darf man den Eiffelturm nachts nicht fotografieren? Den Tour Eiffel in Paris. Darf man nicht? Wie bitte? Ja, den darf man nicht. Also rein rechtlich gesehen nicht. Aha. Könnt ihr euch das vorstellen? Habe ich schon mehreres Mal ist ja gemacht. Die haben da noch diese Beleuchtung. Ist die vielleicht irgendwie urheberrechtlich geschützt? Ja, der Prollo. Der ist der Einzige, der hier, nicht ganz, aber der ist an und für sich juristisch unbeleckt und kommt wieder auf die richtige Idee. Also den Eiffelturm selber, da sind alle Urheberrechte von dem Erschöpfer
natürlich längst abgelaufen. Der ist ja schon mehr als 70 Jahre tot. Also da ist das wie in Deutschland, wenn die Urheber 70 Jahre tot sind, erlischt das Urheberrecht. Bei der Beleuchtung nachts ist das allerdings was anderes. Da hat irgendeine Firma, ich müsste jetzt recherchieren, ich habe den Artikel, wo ich die Firma rausgefunden habe, leider nicht dabei, aber die Fokus hier, die schreiben das auch, die haben sich 1985 die Rechte an der Beleuchtung gesichert. Die haben wahrscheinlich die Beleuchtung da dran geschraubt, die ist ja sehr imposant, und haben gleichzeitig das exklusive Recht, den Eiffelturm in voller Beleuchtung zu fotografieren. Tja. Aber volle Leuchtung. Ja, also du darfst ihn dann nachts fotografieren, wenn dann nichts leuchtet. Den dunklen kannst du fotografieren, kommt vielleicht nicht so ganz so gut rüber, aber einigermaßen gutes Blitzlicht haben. Ja, fragt sich aber auch, wie die das überhaupt durchsetzen wollen, wo jetzt jeder mit dem Smartphone unterwegs ist. Ja, die Frage ist ja völlig berechtigt. Jeder von uns hat den wahrscheinlich schon x-mal nachts versucht, schön zu fotografieren. Und das ist auch grundsätzlich alles kein Problem. Es wird dann ein Problem, und da sind wir bei dem Thema mit der Fototapete, wenn du das dann bei Instagram oder sowas hochlädst oder bei sonst wo. Oder auch irgendwie oder gar kommerziellen Nutzen draus ziehen willst, indem du Postkarten verkaufst oder irgend so ein Krempel. Also spätestens dann würde wahrscheinlich die Firma da auch dich verklagen wegen Urheberrechtsverletzung. Es sei denn, du holst vorher die Genehmigung natürlich ein. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht illegal, dass man sich für seine eigenen privaten Zwecke da nachts ein Foto mit dem Handy oder mit der Fotokamera schießt, weil es ja öffentlich ausgestellt ist. Also es ist ja ein öffentlich zugängliches Werk. Auswertung oder das ist tatsächlich das Strafbare. Also Florence hier, das ist Wahnsinn. Die beiden Nicht-Juristen hier in der Runde, das hat jetzt so 72 Folgen mit juristisch geprägten Podcastern, hat die so aufgeschlaut, dass sie hier die richtigen Schlüsse, ich kann den Artikel einpacken. Ja. Aber ich wollte zumindest dich mal fragen, ob du das wusstest, überhaupt nicht. Also das steht sogar auf der Homepage vom Tour Eiffel, steht das drauf. Da ist so ein ganzer Artikel darüber, warum und wieso man den nachts nicht legal fotografieren darf, beziehungsweise die Fotos, die man dann macht, kommerziell nutzen kann. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett, diese Überschrift. Man darf den Eiffelturm nachts nicht fotografieren. Das ist genau was für unseren Podcast. Werde ich weiter erzählen. Ich habe noch eine Frage an die Florence. Das geht aber dann noch mal kurz zurück zu den Filmen. Und zwar, weil ich so super gern zumindest früher die Filme von Pierre Richard geguckt habe. Und da würde mich jetzt mal so interessieren, da gibt es ja den großen Blonden mit dem schwarzen Schuh. Mich würde jetzt mal interessieren, weil wir über Übersetzungen so ein bisschen auch gelacht haben, wie clever wir den übersetzt haben. Wie heißt denn der im Original? Weißt du das? Weiß ich nicht. Le Grand Blond oder ich weiß nicht mehr. Ich sollte wirklich gucken, weiß ich nicht mehr. Ja, schade. Aber ich habe immer am liebsten Filme mit Jean-Paul Belmondo geschaut. Das war so mein Action-Hero früher. Ja. Früher von lange Zeit. Lange Zeit, ja. Sehr lange Zeit, ja, das stimmt. Ja, gibt es noch irgendwas, was du immer mal loswerden wolltest? Wir haben ja Millionen Hörerinnen und Hörer. Also du hast jetzt die Plattform, auch in Frankreich, jetzt seit neuestem. Le Bad Podcast ist unser... Le Bad Trip. Ja, wir könnten doch, das finde ich jetzt, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wieso ist es eigentlich so schlimm, bis 64 zu arbeiten, statt nur bis 62. Hm. Oh, es ist Riots hier im Podcast anzetteln. Finde ich schwierig zu antworten. ich glaube, allgemein, das ist nur die Veränderung. Veränderung ist immer schlecht, immer schwierig. Und meiner Meinung nach, ich wohne jetzt in Deutschland, muss man bis 67, ich finde 64 nicht so schlimm. Aber ich habe ja gelesen, also das ist ja tatsächlich, ist das ja nur das frühestmögliche Renteneintrittsalter. Das ist ja nicht das Alter, das Vollrente, bis zu dem man maximal arbeiten muss, sondern es ist tatsächlich nur der frühestmögliche Rentenbeginn. Das ist ja ein Unterschied tatsächlich. Ne? Also
Und das bringt, glaube ich, schon da viel auf die Barrikaden, dass das jetzt 2 Jahre später ist. Also ich glaube, in Frankreich bin ich jetzt nicht in jedem Detail drin, aber es ist wohl so, dass, glaube ich, per se, Florence, verbessere mich, aber die Gewerkschaften sind per se deutlich stärker als in Deutschland auch da in Frankreich unterwegs. Ne? Also viel. Ja, traditionell schon, glaube ich. Ja. Und und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, dass man ja auch mit jetzt mit 62 in Ruhestand gehen kann, allerdings mit Abschlägen. Und genau. Dieses und Alter viele, wird dies viele wird arbeiten zwei, genau. 3 Jahre mehr, um ein Vollrente zu kriegen. Mhm, genau. Sogar 4 Jahre, ja. Und das wird jetzt, das wird angehoben tatsächlich. Also das ist ja nicht das, das finale Rentenarbeitsalter quasi, zu dem du automatisch in Ruhestand gehen kannst, sondern tatsächlich zu dem du frühestens in Ruhestand gehen kannst. Aber wird auch immer sehr verkürzt in den Medien dargestellt. Man denkt immer, was haben die denn, die Franzosen? Ja. Das ist doch göttlich. Also ist ja. Aber so mit der Erklärung, das habe ich letztens auch schon so ähnlich gelesen und auch in der Diskussion so gesagt. Ja. Aber das geht so ein bisschen unter, dieses Detail. Genau, das sind ja diese Medien mit, ich sag mal, mit 4 Buchstaben, gibt es ja mehrere. Und die verkürzen das manchmal so ein bisschen. Ja, ich glaube, es gibt aber auch irgendwelche historischen Gründe, weshalb das so umkämpft ist. Ich glaube, es war nämlich schon mal anders und wurde dann irgendwie erkämpft auf die 62. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch eher so ein bisschen Kulturkampf. Ja. Aber ich muss dazu sagen, das ist jetzt meine subjektive Perspektive, es wird natürlich auch gerne gestreikt für alles. Und ich meine, da, ich bin ja jetzt hier wieder einer der Nicht-Juristen, aber das Streikrecht ist ja in Frankreich auch ein bisschen anders organisiert. Ja, da kann auch ja im Prinzip derjenige, also muss nicht immer derjenige streiken, den es betrifft. Ja, da ist man relativ schnell beim Generalstreik. Ich erinnere mich noch, als ich in Frankreich studierte und wir wollten gerne Mittagessen gehen, dann kam irgendwer, ja, die Mensa ist geschlossen. Ja, warum? Ja, die U-Bahn-Fahrer in Paris streiken. Was? Ja, und aus Solidarität. Und dann bekam ich so eine kurze Erklärung, die streiken halt jetzt mit, deswegen kein Essen heute. So. Das ist eigentlich super. Eigentlich, also auf der Arbeitnehmerseite auf jeden Fall gar keine schlechte Idee, ja, wenn es um Aufmerksamkeit geht. Ja. Hat man mehr Macht. Ja. Yo. Also ganz herzlichen Dank für deine Meinung und für deine Erklärung auch nochmal, uns hier ein bisschen aufzuschlauen. Und sehr gerne. Die französische Kultur, der ich mich sehr verbunden fühle, nochmal näher zu bringen. Vor allem auch unseren Millionen Hörerinnen und Hörern, die jetzt sicherlich alle direkt einen Frankreich-Urlaub buchen werden im Anschluss an diese Sendung. Also habt noch einen schönen Abend, schönen Gruß zu Hause und gerne bis bald mal wieder, wenn wir hier die charmante Florence zu unserer Frankreich-Korrespondentin und Expertin erklären dürfen. Bis bald und sehr gerne ein anderes Mal. Ja. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, super. Das war was gelernt. Florence Cartwright, jetzt aus Berlin, geboren in Paris. Und ich glaube, sie hat da ein bisschen tatsächlich uns nochmal eine andere Sichtweise auf das ein oder andere Thema gebracht. Ja, vor allem das mit dem Bad Trip, das leuchtet echt ein. Ja, ne, das war also für mich auch so, dass ich dachte, es leuchtet nicht nur ein, sondern es ist ja richtig gehend doppeldeutig. Man hätte sogar selber drauf kommen können. Theoretisch, so Drogentypen, wie wir sind. Ja, also, genau. Beef zieht sich hier die Line und sagt, so, doofer Titel. Tja. Naja. War der Vertrieb wohl gar nicht so doof? Nee. Und das andere mit dem ganzen Sex, das ergibt auch irgendwo Sinn. Aber deswegen, wir müssen auf jeden Fall einen Film drehen, Sex Lunch. Ja. Das wird in Frankreich auf jeden Fall ein Erfolg. Das wäre eben einfach so. Es gibt ja von David Lynch den Film Naked Lunch. Da geht es ja quasi, aber auch, das ist ja auch nur ein durchgehender Drogentrip. Also da geht es ja, das ist ja schon extrem bizarr. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, aber hat seine, wie soll ich das jetzt sagen? Seine verstörenden Momente. Ist und, das der Film, wo die zwei Rammstein-Lieder drin haben? Ist das der? Ja, wo die auch da so zu irgendwelchen Viechern mutieren und also ja, das ist ja quasi. Gibt es aber auch so eine Roadtrip-Szene, wo da immer diese. Dazu ist nämlich, glaube ich, irgendwie ein Rammstein-Lied da abgespielt. Rammstein ist noch was anderes. Das ist der mit Nicolas Cage. Ja. Das ist nochmal egal.
wir, wenn jetzt Hank Frank, der könnte das ja, natürlich alles Frank sagen. Und wir machen das Dialoge ja extra. Noch mal vorsprechen. Eigentlich wissen wir die Antwort, aber ja. Wir wollen den Hank Frank ja. Jedes Mal an dieser Stelle, dass er, ich weiß es. Oh Mann, warum rufen die mich nicht an? Es gibt doch auch einen älteren Film, der heißt irgendwie Das große Fressen oder so, oder? Ja. Da geht es auch ziemlich viel um, also extrem viel ums Fressen. Und auch ums Vögeln. Ja. Das stimmt. Das hätten wir gerade noch mal. Der heißt Le Grand Bœuf, Le Grand Bœuf. Le Grand Beef. Nicht der große Beef. Der große Le Grand Beef. Nee, es geht aber, glaube ich, da geht es ja ums Zu-Tode-Fressen. Ne? Also ja, genau. Die verabreden sich einfach, um sich richtig gehend zu Tode zu fressen. Das war ein großartiger Film. Ja. Aber ich habe den als Jugendlicher geguckt wegen der Nacktszenen, ehrlich gesagt. Das Gefressen war mir erstmal egal. Aber da ist halt irgendwie so Special Interest. Also die Nacktszenen, wenn ich die richtigen Bilder habe, so richtig sexy. Ja, was macht man? Früher hatte man nur das Öffentlich-Rechtliche, Mann. Da hast du schon bei Eis am Stiel eine Latte gekriegt. Aber immerhin, du bist dann über den Sex jetzt mittlerweile auch beim Essen gelandet. Es sollen auch schon Leute im Otto-Katalog geblättert. Ja, das war immer die Bikini-Seiten waren immer zugeklebt im Hause Ferrari. Ah ja. Ja. Norbert, warum geht der Bikini anscheinend nicht auf? Naja. Okay, verlassen wir diese Schlüpfrigkeiten, sonst kriegen wir hier nie wieder seriöse Studiogäste an die Leitung. Ich fand das jetzt sehr toll, dass sie das gemacht hat. Ich hätte ja zwei seriöse Marktforschungen, die jetzt aber ureigene deutsche Themen behandeln. Autos. Und vielleicht könnte ich da mal, das eine ist eine Studie, da geht's drum oder da ist die Fragestellung, ob man von der Automarke auf den IQ des Fahrers oder der Fahrerin schließen kann. Ja, die habe ich auch dabei. Das ist total geil. Und auch die Farbe, ne? Ja, super cool. Ja, ich bin umso gespannter auf die Antwort. Also es ist tatsächlich, es geht um, sie leiten das hier auch ganz schön ein, das erspare ich jetzt mal, die meisten werden ja den Artikel vielleicht nochmal lesen. Auf jeden Fall ist die Studie aus Großbritannien. Und die hatten dann irgendwie die Frage, also ist es denn irgendwie das, also auch gerade wenn jetzt, man kennt das ja auf der Autobahn, irgendwie einer brettert hinter einem ran, es ist dann irgendwie dann doch der BMW oder der Audi und macht Lichthupe und dass man da möglichst schnell sich verpissen soll von der Überholspur und ist das die Frage, ob der BMW-Fahrer einfach stumpfer ist als andere motorisierte Verkehrsteilnehmer, das ist hier so die Grundfrage und da gibt es eine quasi, also nennt es jetzt hier eine neuropsychologische Expertise auf einer Gebrauchtwagen-Vergleichs-Website. Und die haben 2000 Autofrager einen Intelligenztest machen lassen und daraus ein Intelligenzranking erstellt. Und zwar mit Querverweis auf 22 Automarken, die getesteten fahren, bis sie gefahren sind. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, was schätzt ihr denn, wer die intelligentesten waren auf dem Ranking? Weißt du es, Ben? Ich weiß es, also, ja. Irgendeine Idee? Der Prollo ist es nicht. Ja. Ist kein Japaner. Schade. Nee, ist kein Japaner. Die intelligentesten bezogen also, auf eine Marke. Auf die Automarke. Also man muss aber dazu sagen, weil da stehen ja auch so IQ-Werte drin, das ist eine englische Studie. Ja. Also auf der Insel. Ja, genau. Okay. Ja, also keine Ahnung, die haben dann vielleicht Rolls-Royce als die intelligentesten. Nee, Rolls-Royce, ich glaube, da war wahrscheinlich die Grundgesamtheit zu niedrig bei 2000 Befragten. Wahrscheinlich nicht bei www.webuyyourcar.com genau. Nicht so oft. We buy every car. We buy every car. Nee, also bei meinem Rolls-Royce habe ich aber regelmäßig auch diese Visitenkarten. Ja, komisch. Also es sind tatsächlich die besten oder die intelligentesten sind die Skoda-Fahrer mit einem Intelligenzquotient von 99. Sie weisen übrigens auch darauf hin, dass das normale IQ-Spektrum liegt zwischen 85 und 115 Punkten. Also der intelligenteste war demnach hatte einen Intelligenzquotient von 99. Danach folgten Suzuki und Peugeot-Fahrer mit 98 bis also 97,8. Das sind so die Schlauesten. Auf den letzten Plätzen liegen tatsächlich BMW, Fiat und Land Rover. Insofern ist die Frage, ob die Klischees auch bestätigt wurden. Und naja, man kann sagen, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Und Da steht aber auch irgendwo in dem Artikel, dass sie nicht wirklich davon ausgehen, dass das extrem aussagekräftig und repräsentativ ist. Aber eine geile Geschichte. Das ist eine ganz witzige Idee, genau. Und das gibt noch eine, nur weil erinnert euch daran, welche Farbe hat der Benanza-Bus?
Ja, so ein dreckiges Weiß. Ja. Welche Autofarbe ist da entscheidend, lieber Beef? Steht hier gar nicht. Bei meinem Artikel steht das gar nicht drin. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Die haben auch getestet, welche Farben sozusagen auf die höchsten IQs schließen lassen. Ja, ihr könnt es euch also fast denken. Ich hab nur gelesen, also es wurde anscheinend echt viel mit Farben gemacht. Ich habe nur gelesen, welche Farben darauf schließen lassen, dass da möglicherweise ein Psychopath im Auto sitzt. Kann ja ein intelligenter Psychopath sein, weil Weiß war auf jeden Fall die schlauste Farbe. Ja. Aber vielleicht natürlich ist nicht, Intelligenz ist nicht immer hilfreich. Also bei einem goldenen Auto ist es jedenfalls so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Psychopath drin sitzt, am größten ist. In einem goldenen Auto? Okay. In einem goldenen, ja. Auch sehr schön. Oh, ja, ja. Ich habe gerade letztens die Geschichte von meinem Schulkumpel, dessen Namen ich jetzt mal nicht erwähne, erzählt, als der sein erstes Auto auf den Schulparkplatz stellte und ganz stolz uns zeigen wollte, sind wir alle in tränendes Lachen ausgebrochen. Weil das war ein goldener Golf, wahrscheinlich Generation 2 oder maximal 3, eher 2 in den 90ern. Und vorne auf der Motorhaube war so ein riesiger Adler mit ausgespreizten Flügeln. Und er fand das halt voll geil mit zarten 19. Und wir alle auf dem Parkplatz gelegen vor Lachen. Übrigens derselbe Parkplatz, auf dem wir früher immer aufgenommen haben. Genau an der Stelle, wo wir sonst immer mit dem Benanza-Bus standen. Früher da war im Sinne diese Szene, bis es kalt wurde draußen. Bis dann Rheumadecken eng wurden und... Ah ja, kommt alles wieder. Ich habe ja noch eine zweite Studie, die beschäftigt sich mit dem anderen wichtigen Thema im Zusammenhang mit Autos. Sex. Penislänge. Oh. Also genau, oh. Da ist jetzt einfach auch die Frage. Also eine. Da ist ja das gemeine Vorurteil, dass diese sehr teuren sportlichen Autos Short Dick Man sind. Genau, das ist dann so ein bisschen, vielleicht ist das ja auch nochmal durch Greta Thunbergs, wie soll ich sagen, Reaktion auf Andrew Tate dann irgendwie nochmal ein bisschen forciert worden, dass diese Studie deswegen vielleicht nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als sie das vorher hatte. Aber du musst jetzt auch die Methodik der Studie offenlegen. Werde ich auch kurz erläutern, ja, genau. Also es geht... Also es ist ganz witzig, wie sie das angegangen sind auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich also die Studie geht letzten Endes darum, die haben sich schon diese Grundfrage gestellt, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, dass Leute mit eher kürzeren Penissen sich irgendwelche PS-Boliden kaufen oder sonst irgendwas, wie sie das hier schreiben, ob das irgendeinen Zusammenhang geht, also oder eben nicht. Wird ja gerne mal irgendwie gemacht. Sie zitieren hier auch nochmal einen Blick auf den Tankrüssel und so weiter. Also solche Dinge wird dann gerne mal darauf hingewiesen. So, also Also wenn hier jemand mit dem Hammer durchfährt, gerade hier in Deutschland, in den USA ist das ja vielleicht noch normal, dann darf ich das unterstellen. Genau, und sie haben das jetzt nicht alles ausgemessen, sondern haben tatsächlich Leute befragt und haben aber immer, da ging es darum, dass sie die mit unterschiedlichen falschen Durchschnittsmaßen quasi dazu verleitet haben zu sagen, ob sie da eher im Durchschnitt waren oder nicht. Das heißt, sie haben 200 Probanden entweder zu hohe oder zu niedrige Durchschnittsmaße von Penissen vorgegaukelt quasi. Und die mussten dann darauf quasi antworten. Übrigens, ob in England sie mehr sind, oder weniger haben. Genau. In England sind übrigens 13 Zentimeter korrekt als Durchschnittslänge quasi. Nur so am Rande, das wurde auch noch hier erwähnt. In England. In England, das ist auch wieder eine britische Studie halt irgendwie. Und weil die so scheiß Autos fahren. Genau, und das Ergebnis der Studie, die allerdings noch nicht begutachtet worden ist, also jene, denen vorgegaukelt worden war, ich zitiere jetzt, das englische Durchschnittsglied sei 10 Zentimeter lang, hielten den Kauf eines schnellen Wagens für eher entbehrlich. Hingegen wünschten sich tendenziell mehr einen Sportwagen in der Gruppe, denen etwas von 18 Zentimetern erzählt worden war, die also eher das Gefühl haben dürften, zu kurz gekommen zu sein. Zumal jene, die älter als 30 Jahre alt waren. Ach, du wurdest quasi mit der Länge konfrontiert. Ja, mit der falschen. Du hast dann dich irgendwo da einsortiert. Das ist ja witzig. Und dann gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass ich bei der zu hohen Länge rein statistisch ja mehrere darunter eingruppiert haben sollten und dann gedacht haben, scheiße. Das wäre doch was. Mein Penis ist zu klein. Da muss ich jetzt irgendwie eine andere Rakete kaufen. Ich finde das eine ziemlich geile Idee für die Studie. Ja, das ist ja echt psychologisch wertvoll. Genau, sie sind jetzt ein bisschen, also es ist wohl noch weiterer Forschungsbedarf, weil sie sagen, eine Erklärung für dieses Verhalten könnte natürlich auch das althergebrachte Balzverhalten des Mannes sein oder auch die Steigerung des Selbstwertgefühls, so die Autoren. Denn auch wenn die Hersteller von Luxusautos diesen Zusammenhang nicht wahrhaben wollen, also jedenfalls gäbe es noch weiteren Forschungsbedarf. Was ich
bei dem Ganzen, ob es jetzt wahr ist oder nicht, sagen wir mal, es wäre wahr, nie verstanden habe, wenn du einen sehr kleinen Penis hast und dir dann so ein fettes Auto kaufst und eine richtig geile Ische abschleppst und dann ja doch irgendwann den kleinen Penis auch mal benutzen willst und dann die Hose runterlässt, ob der dann denkt, wenn die dann das so sieht und sagt, boah, der ist aber klein, aber ein geiles Auto hat er. Ja, das weiß sie doch am Auto, wenn sie in das Auto einsteigt, ist ihr das doch klar. Ich wollte gerade sagen, sie ist ja vorbereitet. Ja, aber aus seiner Sicht, der muss ja, also wenn er das damit kompensieren will, also am Ende des Tages gibt es ja Naked Lunch, da wird ja dann irgendwann abgerechnet und dann muss er quasi die Hosen runterlassen. Du könntest natürlich auch kannst einen ja Fiat nicht den, Panda kannst ja nicht den Porsche in die Garage fahren. Oh je. Vielleicht kann er auch nur nicht richtig reden und kompensiert mit dem Auto eher das Reden. Aber was ich mich viel mehr gefragt habe, ist bei der Studie, die du da so indirekt noch genannt hast mit den Briten und den 13 Zentimetern, gibt es echt Leute, die also sowohl auf Seite derjenigen, die Studie durchführen, als auch auf Seite der Teilnehmer, die quasi durch die Gegend rennen und Leute fragen, hör mal, wir müssen mal gerade rauskriegen, wie groß der Durchschnittspenis hier in UK ist. Kommst du mal gerade mit? Wir haben hier ein paar Blättchen für dich. Hast einen Zollstock? Oder ja, mit Sicherheit. Das wäre ja dann sogar noch sozusagen fehleranfällig, sondern da muss dann auch jemand sein, offiziell, am besten mit Notar, der das dann nachmisst. Also wie hat man sich so eine Studie im Dienst der Wissenschaft, da gibt es eine ganze Fernsehserie drüber, wurden ja auch schon Leute beim Sex untersucht mit allen möglichen Elektroden verkabelt. Es gibt eine, wie heißt das denn? Es gibt über diese Sexforscher, gibt es eine richtig geile Serie, wo der hat dann einfach angefangen, Sex zu machen. Das ist also eigentlich ein Professor, der das einfach dann nur ja, aber du musst es ja auch noch repräsentativ machen. Ja, der hat ja dann auch sein halbes Krankenhaus durchgenudelt. Das ist zumindest in der Serie. Praktisch für ihn. Zumindest in der Serie, ja. Also ich stelle mir sehr vor. Das ist aber eine wahre Begebenheit, auf der das beruht. Aber also ich glaube, in der Forschung gibt es fast nichts, was nichts gibt. Also das finde ich jetzt gar nicht mal so verwundert. Das werden die bestimmt nicht auf offener Straße machen. Ja, jetzt stell dir mal vor, da spricht dich jemand echt an auf offener Straße. Und nee, sind ja von der und der Forschungsanstalt, Herr Cartwright, möchten Sie bitte bei der Studie mitmachen? Wir müssen möchten wissen, wie lang ihr Penis ist. Ja, aber das. Ja, ich gehe nur noch eben den Porsche parken. Oder Fiat Panda. Ich gehe gerade meinen Bobbycar einparken. Genau. Aber die Fiat-Fahrer waren ja, das haben wir in der anderen Studie, die waren ja weniger intelligent. Also die waren ja ziemlich hinten im Ranking. Da bist du ordentlich dumm. Ordentlich aber, ist aber blöd. Dumm fick gut, sagt man ja. Dumm fährt gut. Ja. Was auch immer. Ja. Also ich werde demnächst Werte mit dem Fiat Panda vortäuschen. Lass ich den Porsche mal in der Garage. Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz witzig, also einfach als Studien irgendwie und Ich würde euch, bevor es komplett kalt ist, warm ist schon wieder, ich ja nicht versprechen, gerne ein kleines Mitbringsel aus meiner Geburtsstadt Berlin zeigen und geben. Und zwar ist das eine echte Berliner Brauerei. Da stehen ganz lustige Sprüche auf der Seite. Und ich habe hier verschiedene Biersorten eingepackt und für unseren Herrn Sammer ein Ostmost. Ist das nicht eine geile Flasche mit so einem wie heißt denn das? Das ist kein Elefant, das ist ein Einhorn oder sowas. Einhorn, ja, das sieht man doch. Ich sehe das jetzt hier. Ich konnte noch von der Seite erspielen. Das ist ein Einhorn mit einem kurzen Elefanten. Aber das müssen wir auf jeden Fall fotografieren. Ja. Und dann habe ich hier ein Schoppes Blauer Bär IPA, ein Schoppes Grüner Bär Pale Ale und ein Schoppes, was glaubst du? Pilsner. Gelber Bär. Ach so. Mit euch, also ihr logisches Vervollständigen ist nicht so. Ne? Also, das war mir zu einfach. Hältst du mit deiner Farbe? Ist das jetzt eigentlich Zufall, dass du erst hier über Penis redest und jetzt über Bär? Na gut, wir haben noch gar nicht über die Behaarung gesprochen, wer die behaartesten Gehänge hat. Aber wir können auch sozusagen teilen, wie es euch lieber ist. Also teilen? Ja, ja. Och. Okay, machen wir einfach mal ein bisschen hier. Das auf. Habe ich tatsächlich in einem Bioladen in Berlin gekauft. Also das müsste hoffentlich jetzt auch
einigermaßen, also das finde ich, die Flasche finde ich eigentlich am geilsten, diese Ostmost. Ja. Weltklasse. So, ich habe jetzt hier das IPA auch schon offen. Das müssen wir gleich alles abknipsen hier. Das Zeug. Das hat eine Regenbogenmähne und einen Regenbogenschweif. Ja, das ist Berlin, das Einhorn. Ja, die Einhörner sehen aber so aus. Ja. Mit Regenbogen. Ja, sehr verständlich. Ja. Also die ich bisher gesehen habe, hatten keinen Regenbogen. Ja, dann hast du nur ein Fake gesehen. Mach mal gerade ein Foto von der vollen Flasche. Und dann. Ostmost. Dann mal Prost. Ja, dann mal hier auf Prost. Also heute haben wir hier reichhaltig am Tisch stehen. Mal schauen, wen das noch führt. Oh, das schmeckt nach gelber Bär. Lecker. So. Zischt wie Ostmost. Prollo. Bist du schweigsam? Ja. Hast du Kummer? Ach nee, ich sitze so hier, also zu. Ja, ganz nett eigentlich, oder? Ja, erzähl mal was. Ja, wenn du was hast. Ja, ich hab was. Was Juristisches. Und, ach, da kommen wieder einige unserer Lieblingsthemen zusammen. Es geht ja im erweiterten Sinne um Straßenverkehr und um die Thematik Unfallversicherung und Arbeitsunfall. Wir hatten das Thema ja bei der Tasse Kaffee, ne, die man sich ja quasi im Rahmen seiner Arbeitszeit nicht aus der Kantine holt, sondern aus einem Gemeinschaftsraum, der keine Kantine ist, wie wir wissen. Aufmerksame Hörer wissen Bescheid. Das war, übrigens nochmal, Leute, hier, hört euch diese Folge, das war, glaube ich, die vorletzte. Ich habe so Tränen gelacht. Das ist ganz am Ende. Da sind wir so steil gegangen, haben so richtig sachdienliche Tipps gegeben, wie man am besten für die Versicherungs als einer in den Aufenthaltsraum macht. Und ich will es gar nicht wiederholen. Ich habe so gelacht beim Schneiden. Am Ende hat mich das nochmal richtig gerissen. Also das kann man sich auch echt nochmal gut geben. So, wenn man definitiv, wenn man wissen will, wieso man sich die Schneidezähne nicht an der Kloschüssel ausschlägt, sondern besser im Gemeinschaftsraum. Besser an der Kaffeetasse, die gerade befüllt wird. Ja. So, ich werde euch da auch ein kleines Rätsel draus basteln. Der Artikel ist kurz und gut, den möchte ich am liebsten aus dem Legal Tribute Online, den möchte ich am liebsten ganz vorlesen. Aber es geht um die Klage eines Bauleiters aus Berlin und der war zugeparkt worden von einem LKW, kam also nicht in seine Auffahrt rein, musste dann davor parken. Und als er dann wieder rauskam und wegfahren wollte, war der LKW-Fahrer inzwischen auch anwesend. Und wurde ja vom Kläger als egoistisches Arschloch beschimpft. Und der Bauleiter, der gerade dabei war, in sein Auto zu steigen, schlug die Wagentür wieder zu und ging zu dem Fahrer, um die, Zitat, Sache auszudiskutieren. erste Frage, was passierte? Backenfutter. Richtig. Und da hatte offenbar der Kläger, der übrigens gegen seine Unfallversicherung klagt, naja, den Kürzeren gezogen. Und ja, deswegen die Frage, nachdem das auszudiskutieren in eine kleine Schlägerei ausartete, Arbeitsunfall oder kein Arbeitsunfall? Also ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren. Das war so simpel, dass ich echt, ich konnte nicht folgen. Also ein Bauleiter steht irgendwo, ein anderer will da durch. Der Typ fährt beruflich auf seinen Hof und will wieder weg. LKW im Weg, angepöbelt, Schlägerei. Der LKW-Fahrer wer denn angefangen? Nee, der LKW-Fahrer ist egal. Also der parkte dann nur? Na, auf jeden Fall. Wer angefangen hat, ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, ist die Schlägerei unfallversichert, weil es ja im Rahmen der Dienstfahrt erfolgte? Und der hatte da geparkt und war das da, wo er auch gearbeitet hat? Oder? Naja, der war im Einsatz sozusagen. Der war im Einsatz, der kam auf den Hof. Der hat sich dienstlich geprügelt. Genau, er hat sich dienstlich geprügelt, weil er wollte ja auch dienstlich wieder weiterfahren und hat dann unterwegs den LKW-Fahrer noch versohlt, beziehungsweise ließ also sich versohlt. Also da es kurios sein muss, tippe ich eindeutig auf einen Arbeitsunfall. Schade. In eine Faust gelaufen. Ja, das hat sich der Kläger nämlich auch gedacht, aber er hat leider tatsächlich die Sache verloren. Berufung ist noch möglich, aber das werden wir dann sehen. Die Sache ist nämlich die, der hat sich tatsächlich auf einem versicherten Betriebsweg befunden, aber als er die Wagentür schloss, um die Sache auszudiskutieren, habe er den Betriebsweg wieder verlassen.
Darin liege eine Zäsur, ab der das Handeln des Klägers privaten Zwecken gedient habe. Das war doch ein gottgegebenes Recht. Ja. Und hier steht nur, auch, das sind nur Achtung, hier für euch im Verkehr bitte aufpassen, das Zurechtweisen anderer Verkehrsteilnehmer auf dem Weg zur Arbeit oder auf Betriebswegen dient nicht der betrieblichen Tätigkeit. Ja? Es sei denn, du bist Verkehrspolizist. Ja. Ja. Ja, das muss man auch mal. Wie ist das denn? Ja, aber auch als Politesse darfst du den Leuten nicht einfach eins vor Latz. Ja, du hast ihn zurechtweisen. Wenn musst du nicht den Stock rausholen. Wenn du Wrestler bist und bist auf dem Weg zum Fight. Also, und hast deine Dienstkleidung an. LKW-Fahrer da im Ring parkt und du den da rausprügelst. So. Deswegen. Ja, Herr Prollo, du entwickelst dich mehr und mehr zu unserem Top-Juristen hier. Ja. Dem juristische Feinheiten nicht entgehen. Ja. Sensationell. Also, Vom Verbraucherschützer zum Juristen, nicht schlecht. Das heißt, der hat jetzt doppelt verloren. Der ist von dem LKW-Fahrer zusammengewämst worden und hat dann on top noch quasi auch das juristische Verfahren verloren. Genau, und der LKW steht, soweit ich weiß, heute noch da. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Sammers Getränk zu sprechen kommen, weil vorne ist dieses geile Einhorn drauf, aber hinten ist fast noch witziger. Da steht wirklich, also diese Hipster, die sind wirklich irre, steht drauf, Superfood von der Streuobstwiese. Das klingt ja fast wie lecker, 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 aber Seidebacher. Und dann so auf so einer Regenbogenbaron, wie heißt das hier, Banderole, austrinken und aufbäumen. Also sag mal, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Hau das mal weg und dann bäumst du mal richtig einen auf hier. Da bäume ich mich nachher so richtig. Da kloppt das Einhorn gegen die Tischkante. Holen wir den Kastrationspilz raus. Ja, besser ist das. Aber bevor ich mich aufbäume, erzähle ich euch jetzt mal eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, die ich diese Woche mehr oder weniger erlebt habe. Fand ich ziemlich geil. Ich habe ein Buch euch mitgebracht. Ich hoffe, keiner hat die Geschichte mitbekommen. Und wenn, dann bitte nicht spoilern. Ich habe euch ein Buch mitgebracht. Das ist ein Roman, der auf einer wahren Geschichte beruht. Und das heißt Beethovens Locke. Das habe ich seit 20 Jahren und habe ich irgendwie vor 18 Jahren oder so gelesen. Also schon ein paar Tage hat es gesehen, das Buch. Und das habe ich jetzt nochmal rausgekramt, weil ich jetzt eine geile Geschichte mitbekommen habe. Ich fasse mal kurz zusammen, worum es in dem Buch geht. Es geht darum, dass eine Locke von Ludwig van Beethoven einen ziemlich kuriosen Weg genommen hat, ist also durch verschiedene Länder auf diesem Planeten gewandert, durch verschiedene Hände, ist letztlich am Ende in den USA gelandet und wurde dort dann anscheinend schon vor mehr als 20 Jahren auch analysiert, weil es ist ja immer noch unklar, woran ist Beethoven eigentlich gestorben, ist ja ziemlich krank gewesen und dann auch recht früh gestorben. Und da hat man festgestellt, durch die Analyse dieser Haarprobe, dass die sehr bleibelastet war, woraus man dann geschlossen hat, so rein spekulativ so ein bisschen, aber schon naheliegend, dass er an einer Bleivergiftung gestorben ist. Kann ja auch zu der Zeit durchaus gewesen sein. Da wurde durchaus nur schon mal aus Bleibechern getrunken und sonst was. Und heute weiß man ja, dass das keine so gute Idee ist. Der lässt bleibende Schäden. Genau, bleibende Schäden. So, dieses Buch, ist tatsächlich spannend. Spannend, ja, da würde das zu passen. Ist spannend und ich habe es gern gelesen und habe immer gedacht, dass ich jetzt weiß, als einer der wenigen, ich weiß nicht, wie viele das Buch gelesen haben, dass Beethoven an einer Bleivergiftung gestorben ist. Jetzt habe ich aber etwas mitbekommen, erst im WDR, im Fernsehen, dann gefunden, auch im Internet. Überall gibt es da Storys. Ich habe das jetzt hier aus dem Fokus. Sie sind nämlich jetzt hingegangen und haben, also sie sind verschiedene Universitäten, Cambridge, das Beethoven Center San Jose, Kalifornien, Universität Bonn und Max-Planck-Institut und haben sich gedacht, sie analysieren mal das Genom von Beethoven. Es gibt nämlich ziemlich viele Haarproben von ihm sozusagen, die über sind. Also er hat, also ich weiß nicht wieso, ich glaube, es waren am Anfang irgendwie 8, die da zur Analyse standen. Ich weiß nicht, wieso, der Beethoven hat sich anscheinend laufend Haare abschneiden lassen und die verschenkt. Gibt jedenfalls da einige, die da analysiert werden konnten. Und sie wollten halt das Genom sozusagen entschlüsseln.
Und das auch unter anderem mit dem Ziel, um die Krankheitsgeschichte nochmal rauszukriegen. Und ein bisschen was, Jurassic Beethoven. Und dann. was ist dabei rausgekommen, unter anderem rausgekommen, dabei ist rausgekommen, dass die Locke von dem Buch Beethovens Locke von einer Frau stammt. Also über Nacht sozusagen ist dieses Buch von Russell Martin eigentlich gestorben für den Arsch, weil es ist nicht Beethovens Locke, definitiv nicht. Diese Locke konnten sie definitiv ausschließen, weil sie von einer Frau stammt. Die allerdings an einer Bleivergiftung gestorben ist. Die wohl tatsächlich möglicherweise an einer Bleivergiftung gestorben ist. Das heißt jetzt nicht, dass die ganze Geschichte nicht wahr ist, sondern die Reise der Locke, die sehr schön rekonstruiert wird in diesem Buch, ist sicherlich so gewesen, aber es war halt nie Beethovens Locke. Und das Witzige ist, dass das eine der Locken war, von der man dachte, dass sie ziemlich sicher von Beethoven ist, weil das war die sogenannte Hiller-Locke. Das soll ein Musikerfreund, der hieß Ferdinand Hiller, ihm direkt vom Kopf abgeschnitten haben. Aber ist wohl nicht der Fall gewesen, eindeutig. Den Namen von Beethovens Friseur kennt auch niemand, oder? Den Namen von Beethovens Friseur? Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der hätte ja möglicherweise Haare. Ja. Vielleicht ist das ja die zweite Auflage des Buches könnte einfach Frau Beethovens Locke heißen. Vielleicht hat der Beethoven ja eine Perücke und keiner wusste es. Ja. Es ist. Es war ist das nicht auch ein Hund eigentlich? Der Beethoven. Very bad dog. Es ist jedenfalls ganz interessant, was sie sonst noch rausgekriegt haben. Ich glaube, ich finde jetzt nicht die Stelle, ich glaube, es waren dann doch noch irgendwie fünf weitere übrig, die relativ sicher dem zugeordnet werden konnten und die dann auch aufgrund nach der Entschlüsselung auch, es gibt ja dann auch irgendwie noch Verwandte, die kann man ja zurückverfolgen bis ins 17. Jahrhundert von Beethoven, also wo man feststellen konnte, dass das tatsächlich wahrscheinlich von ihm ist. Und jedenfalls haben sie rausgekriegt, dass er ein Risikopatient war. Er war ein Risikopatient, das heißt, er hatte irgendwelche Leberprobleme, die dazu führten, dass er sehr gefährdet war für eine Leberzirrhose. Und es gibt wohl auch Hinweise, dass er Hepatitis B hatte. Und er hat wohl auch getrunken. Und das in Kombination mit diesen Risiken, die er hatte, Gesundheitsrisiken, geht man davon aus, dass er möglicherweise auch deswegen verstorben ist, jedenfalls ganz gut passen. Ist das die selbe Studie? Ich habe heute nur irgendeine Überschrift gelesen, dass Beethovens Schwerhörigkeit angeblich nicht erblich bedingt war. Also ja, hat man irgendwo auch das untersucht. Ich habe es aber leider dann nicht weiterverfolgt. Das ist auch die Studie. Sie haben gesagt, sie haben zumindest, also sie haben ja wirklich das ganze Genom aufgeschlüsselt, sie haben zumindest keine genetische Erkrankung gefunden, die seinen Hörverlust irgendwie erklären könnte. Dem hängen die Haare in die Ohren, ganz einfach. Also. Ja, wahrscheinlich. Was auch noch ganz interessant ist, anhand, wie gesagt, anderer Nachkommen von Beethoven, die irgendwie man bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen kann, die sich dann auch tatsächlich mit der Linie von ihm, also von dem Ludwig von Beethoven, irgendwo kreuzen, konnte man aber feststellen, weil die nicht die Ähnlichkeit hatten, die man sonst erwarten würde, dass es wohl irgendwo einen Seitensprung gegeben haben muss, irgendwo vor Beethoven. Ob es jetzt unmittelbar vor ihm war oder noch ein paar Generationen vor ihm, ist unklar. Jedenfalls kann es sein, dass Beethoven, also ist zumindest nicht auszuschließen, dass er auch so ein, wie die das hier nennen, so ein Kuckuckskind gegebenenfalls ist. Aber irgendwo vor ihm gab es einen Seitensprung, der da diese genetische saubere Linie sozusagen unterbrochen hat. Und das fand ich auch ganz interessant. Und zuletzt noch eine interessante Sache aus dieser Untersuchung. Es gibt, ich bin jetzt nicht so ein Beethoven-Experte, auch wenn wir hier ja in Bonn leben, aber es gibt ja wohl eine geheime Geliebte von Beethoven und man weiß bis heute nicht sicher, wer es war. Und jetzt
es kann man zumindest hingehen bezüglich zweier Frauen, die da immer sehr als sehr wahrscheinlich genannt werden, könnte man hingehen. Also die eine, die da am wahrscheinlichsten ist, mal gerade gucken, ob ich den Namen finde, ja, Josephine Dame, die hat auch eine Tochter und die ist in Wien begraben. Und man könnte jetzt hingehen, die exhumieren. Und wenn die Beethovens Gene hat, die man ja jetzt hat, dann wüsste man, könnte man dieses Geheimnis lüften, ob sie seine geheime Geliebte war. Das finde ich wiederum ganz spannend. Also das so als Ausblick. Ja, ich habe letztens irgendeinen so Podcast über Beethovens Leben gehört. Das wurde von dem einen Tatortkommissar aus München, kaum doch nicht auf seinen Namen gesprochen, sehr geil gesprochen. Und da ist auch die These vertreten worden, dass diese Josephine die Geliebte sei. Und da hat er immer so, da sind dann immer so Liebesbriefe an sie dann auch zitiert worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche echten Dokumente waren oder ob das, das für den Podcast ein bisschen aufgepimpt wurde, aber. Ja, das und das könnte man jetzt theoretisch, also man könnte es beweisen, wenn man die Gene dann bei der Tochter von der Josephine finden würde. Wenn man sie nicht finden würde, wäre das natürlich jetzt nicht der Gegenbeweis, aber es wäre ein Versuch wert. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt ans Buddeln machen. Ja, apropos Buddeln, ich habe ja eben den besten 45. Präsidenten aller Zeiten zitiert. Und dieser Tage ist er wieder groß in den Medien und angeblich stehe ja eine Verhaftung bevor, hat er ja selber auch gestreut und wollte, glaube ich, so ein bisschen Unruhe damit auch nochmal säen. Soweit ich weiß, hat es nicht so gut geklappt. Und dann sind aber im Netz Fotos aufgetaucht, sehr geile Fotos, die angeblich zeigen, wie Trump verhaftet wird. Ja, also da sieht man so ein Bild für alle nur Hörenden, wie so eine ganze Schar New Yorker Polizisten einen halb am Boden liegenden Trump irgendwie aus einer über den Asphalt zerren. Ja, es sieht so ein bisschen aus, als ob er der letzten Generation beigetreten wäre. Ja, als ob er sich da gerade festgeklebt hätte. Er klebt ja, hat ja auch sehr an seinem Amt geklebt. Und einfach, das muss man jetzt einfach nur kurz erwähnen, es gibt hier eine Seite, die heißt korrektiv.org. Die prüfen halt immer Meldungen, Fotos, alles Mögliche auf ihren Wahrheitsgehalt. Hier war es, glaube ich, jetzt nicht so besonders schwer. Aber sehr, sehr viele Leute haben diese Fotos genommen. Es gibt auch welche, da ist er hinter Schloss und Riegel, da sieht man ihn so hinter Gittern und so. Und das sind überwiegend Fotos, die mit einer KI gebaut wurden. Das hat auch ein Journalist bei Twitter hochgeladen und hat es im Endeffekt so, genau, Bellingcat, das ist auch so ein investigatives Online-Portal, Elliot Higgins. Der hat die einfach mit einer KI, so einer Foto-KI, zusammengebastelt. Und wer wissen will, welche das ist, Midjourney Version 5. Und damit dann quasi einen riesigen Shitstorm, kann man nicht sagen, aber eine tierische Verbreitung erhalten, die dann völlig sich irgendwann von diesem Gedanken, das sind ja eigentlich nur gefakte KI-Fotos, gelöst haben. Und das zeigt immer wieder, wie nicht gefährlich es unbedingt KI ist, aber auch diese sozialen Medien, wenn sich sozusagen Nachrichten, Fake News oder was auch immer so völlig verselbstständigen und dann irgendwann in die sogenannten Breitbandmedien übernommen werden, vielleicht auch ungefiltert, weil die Kapazitäten nicht da sind, das auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Meinst du, wenn der TikTok-Praktikant nicht da ist, muss der Chefredakteur selber da durch dieses Internet? Genau. Also, ja. Also ich denke um nochmal da auf die, auch speziell auf KI zu sprechen zu kommen. Du hast ja auch schon mal letzte Woche oder letzte Folge die Frage gestellt, ob wir Angst vor KI haben. Ich finde, das muss man differenziert sehen. Aber was dies angeht, diesen Punkt angeht, kann ich mir schon vorstellen, dass speziell KI da sehr, sehr viel Schaden anrichten kann in Zukunft. Je nachdem, vielleicht wird es auch Regularien. Das wird die Desinformation weiter verstärken, weil du ganz schnell und sehr veritabel auch sogar Bilddokumente, Videodokumente. Bilddokumente, Videodokumente. Du kannst wahrscheinlich auch hingehen, du kannst wahrscheinlich eine ganze Nachrichtensendung faken. Ja, ohne Probleme. Und die Leute, ohne Probleme, und die Leute, drei Schritte. Und die Leute können sich ja heutzutage die Fake-Kanäle, die sie sehen möchten, um eben gewollt sozusagen sich betrügen zu lassen, ja, können sich ja aussuchen, ja, dann wird halt der XY kleine Videokanal nur zur Nachrichteninformation eben bezogen und was anderes wird nicht geguckt
und dann kommen da irgendwelche Fake News, die perfekt daherkommen. Das, ich denke, das ist schon ein echtes Problem. Das kann sich verselbstständigen. Also. Ja. Nee, das ist, deswegen werden wir hier auch immer wieder aufklären, unsere vielen, vielen unbedingt Fans die Augen öffnen. Genau. Wichtiger Auftrag an der Stelle. Genau. Aber ich würde da gerne auch nochmal einen fast schon einen seriösen Satz zu sagen. Also ich glaube, was ist denn der Schluss, den man daraus ziehen muss? Also die Technik wird es irgendwann perfekt hergeben, mehr oder weniger perfekt hergeben. Aber was ist denn der Schluss, den man daraus zieht? Also was ist... Ja, du kannst im Endeffekt fast nicht zu niemandem mehr trauen. Also ja, das ist das eine, das ist vielleicht so gefährlich. Oder aber man muss im Prinzip wirklich muss noch stärker lernen, im weitesten Sinne lernen, wie man Nachrichten überprüfen kann. Also du kannst ja jetzt schon Dinge versuchen zu verifizieren. Und da gibt es ja Methoden und so und halt nicht nur irgendeinem Humble oder irgendeiner Seite glauben. Ich meine, aber welcher Breitband Online-Nutzer macht das? Macht sich den Aufwand? Ja, und Beef. Vor allem, wenn das dann so suffisant noch hochgehypt wird. Und Beef, das, was ich versucht habe, eben mit meinem etwas stolprigen, stotternden Satz klarzumachen, ist, dass es ja auch wahnsinnig viele Leute gibt, die beschissen werden wollen. Ja, das, wenn wir jetzt mal gerade das Thema Trump nehmen, ja, ich hab da mal eine Doku gesehen, haben sie dann die Leute eben befragt zu den Vorwürfen der Wahlfälschung und sonst was, die wollen nur Fox News oder weiß nicht, da gibt es noch irgendeinen anderen Kanal, der es noch krasser gucken und die wollen auch überhaupt gar nichts anderes hören. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Ben oder Beef, du es gerade gesagt hast, dieses, dass man keinem mehr trauen kann, das könnte, also zumindest für einen Film würde es sich eignen, ob die Zukunft wirklich so aussehen wird, das wird man sehen, hoffentlich nicht, aber das könnte doch ein richtiges düsteres Zukunftsszenario sein, wo wirklich, weil einfach wirklich keiner mehr weiß, was ist eigentlich die Wahrheit, was ist wahr, was nicht. Also das könnte ja definitiv nicht nur zu Kriegen, das könnte zu Bürgerkriegen, zu weiß ich nicht, was für Kämpfen führen. Das stimmt einerseits. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass man jetzt schon mit allen möglichen Fotos oder Videos oder sonst was konfrontiert wird, die angeblich etwas zeigen. Hm. Ja. Also das fängt ja damit an, dass man einfach zu irgendeinem Ereignis ein völlig unpassendes Bild. Aber noch hast du vielleicht auch eine Mehrheit an Menschen, die aufgrund irgendwie vielleicht auch altmodischer Verhaltensweisen in der Lage sind, so ein bisschen einzuordnen, die Dinge, die sie sehen und das, was hier eben auch gefallen ist, Nachrichten zu überprüfen. Ja, ich weiß nicht, also gibt es, man könnte jetzt noch, oder andersrum formuliert, gibt es denn diesen Hang, eher das zu lesen, wo man in seiner Meinung bestärkt wird, nicht schon länger? Also ich sag mal, also jetzt mal 30 Jahre zurück oder 40 Jahre zurück, wo jetzt Tageszeitungen ja noch eine viel größere Rolle spielten im Alltagsnachrichtengesumse, da gab es dann halt verschiedene Tageszeitungen, ich sage jetzt mal nur die überregionalen, das sind die ganzen Krauterblättchen rechts und links, sondern aber die hatten ja auch alle eine Tendenz. Also das eine war eher konservativ, das andere war eher so ein bisschen links. Und da haben ja doch viele Leute haben tatsächlich eher die Zeitung gelesen, die so ein bisschen ihrer Grundtendenz entsprach. Das ist wichtig, aber es war einfach viel allgemeiner natürlich. Es war, ne? Allgemeiner, was, wenn du links warst, hast du eher die Taz gelesen und nicht die Faz. Ja, und so. Ich bei allem jetzt, muss auch dazu sagen, wir reden da ja auch von Journalismus. Das heißt, das ist ja trotz allem seriös. Man kann ja auch zu verschiedenen Themen unterschiedliche Blickwinkel oder eine Meinung haben. Also das ist ja legitim. Das ist ja heute, musst du ja nur so ein paar Hashtags eingeben und du findest immer deine Bubble, selbst für die abgefucktesten Themen und Meinungen. Das ist glaube ich Scheiße halt. Das ist halt, und das ist halt, es muss halt nicht mehr belegt sein. Und das ist ja das, was quasi im Prinzip so diese ganzen, auch über die Social Media Kanäle etc. oder über das Netz selbst, dann einfach, es werden Behauptungen aufgestellt, es werden Meinungen, werden völlig mit Fakten vermischt oder nur die Fakten auch gezeigt, die so halbwegs in Kram passen und oder eben viele Leute, wie du sagst, das geht dann in die Richtung, man will beschissen werden. Man stellt tatsächlich gar keine Fragen mehr. Man hinterfragt Dinge also nicht. Also meine positive, um mal auf einer positiven Note zu enden, meine positive Hoffnung wäre tatsächlich, dass irgendwann das so
durchdrungen ist von so vielen Meinungen, falschen Meinungen, wo auch jeder weiß, die Hälfte davon entspricht nicht nur meiner Meinung, sondern ist auch fake, ist vielleicht KI, fabricated und so weiter, dass irgendwie dann auch dieser Impact von sozialen Medien nachlässt, dass die Leute sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber dass man sich irgendwann als Menschheit wieder danach sehnt, nach so einem, tatsächlich so einem Korrektiv oder irgendwie einer Wahrheit. Also ich glaube, das wird noch, natürlich werden die Menschen noch immer dümmer, vielleicht verstumpfen sie auch einfach so, dass es ihnen irgendwann tatsächlich komplett egal ist, aber meine Hoffnung wäre doch zumindest, dass man sagt, hey Leute, lass uns doch mal wieder auf so ein paar Werte zurückbesinnen. Gibt es denn nicht irgendwas Verbindliches und nicht dieses, alles, was ich im Internet lese, ist mal so, man kann ja dann irgendwann nichts mehr trauen und dass das dann auch diese Leute so ein bisschen abschreckt. Das würde tatsächlich die Quelle aufwerten. Ja, so wie du ja jetzt über alles mögliche Artikel schreiben kannst, kannst ja auch über alles mögliche irgendwelche demnächst dann KI-Fotos, aber auch jetzt schon vielleicht verfälschende Fotos zeigen. Und die Frage ist doch, wird es eine Institution geben, wo man weiß, okay, wenn die mir ein Bild zeigen, dann haben die da einen Fotografen hingeschickt, der war auch da und hat dann ein Foto gemacht. Ja? Hm. Also ganz klassisch, so wie früher, wo der Volontär mit seiner Kamera so, Kaninchenzüchterverein gegangen ist. Diese Fotos, also ich meine, das ist der Wahnsinn. Also wenn du dich so mit diesem KI beschäftigst, man erkennt das. Da in dem Artikel steht auch drin, woran man erkennt, dass Fotos von einer KI gemacht sind. Aber die sind erstmal so gut auf den ersten Blick in einem kleinen Smartphone-Tweet, dass du denkst, krass, die zerren da den Trump weg. Das ist also, wenn du das gar nicht hinterfragen willst oder auch gar nicht die Zeit hast in dem Augenblick, also ich mache mich nicht davon frei, dass ich nicht regelmäßig auf sowas reinfallen könnte. Klar. Vielleicht auch schon reingefallen bin, mit Sicherheit. Aber da wir auch an der Stelle immer vor solchen Entwicklungen warnen, muss ich natürlich auch einfach mal das Warnsignal der Warnsignale hier raushauen. Wir haben die eine Stunde Warnung. Und bevor wir dann zu einem abschließenden Quickie kommen, wollte ich aber doch meine biertrinkenden Mitstreiter und auch den Superfood von der Streuobstwiese trinkenden Sammer mal fragen, wie schmeckt euch denn die Berliner Mische hier? Das Blaue war sehr gut. Ja, genau. Also ich fand dieses gelbe Schoppen, fand ich jetzt so. Das war halt ein Pilz, ja. Genau, aber hier das Schopp ist blauer, das IPA, das fand ich auch sehr lecker. Blauer Bär. Genau. Das sind alles Bären. Also das Streuobst schmeckt super, also wirklich gut. Es riecht halt so intensiv, dass es schon wieder fast künstlich riecht. Also ich werde da mal in Ruhe die Inhaltsstoffe nochmal durchgehen. Von der KI gebraut. Ja, das genau. Ist ja halt erst austrinken, dann liest du das und dann bäumst du dich auf. Ja, guck auch nochmal, ob Schafe auf der Streuobstwiese waren. Aber genau. Ich fand das Paderborner Pilger übrigens so solide. Ich fand es auch solide. Also es ist natürlich, was ist denn das für ein, ist das ein helles oder was ist das so von der Art? Ja, Naturtrüb nennt sich das, aber das ist ein obergärig, untergärig. Ein Landbier nennt sich das. Ach ja, dann. Landbier geht eigentlich immer. Also ich fand's, ich hätte auch noch ein zweites und drittes getrunken. Paderborn als Großstadt ist jetzt ja auch. Ja, ist schön. Na. Tja. Yo, dann Quickie-Time, würde ich sagen. Soll ich einen Quickie gerade raushauen? Wenn du einen hast. Ja, komm, schleuder ihn raus. Bäum dich auf, Alter. Auf den Tisch damit. Ja. Zeig das Einhorn. Ja, pass auf. Hier. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was klären. Warum starrt der Prollo mich jetzt so an? Willst du auf Fresse oder was? Nee, ich höre mir gerade nur den Beef beim Reden an. Packst du hier meine Einfahrt zu? Ja, wie er mit diesem Einhorn nicht klarkommt. Was ist denn, wenn ich einen Mitpodcaster verprügel? Ist das ein Betriebsunfall dann? Nö, wir sind ja nicht. Job hier, on the job. Ja. Hat sich ja keiner eingeloggt hier heute. Also so kannst du verdrehen. Also kann ich dir eigentlich mal dieses schwere Mikro durch die Backenleiste ziehen? Tja, wobei also auf sich solche gucken. Ausfälligkeiten eigentlich eher bei Live-Angeboten machen. Der muss ja erst in 2 Wochen wieder fit sein, bei der nächsten Aufnahme. Ja, mal schauen, ob es klappt. 2 Wochen gehen schnell vorbei. Ja. Okay, jetzt aber. The floor is yours. Oh, Quickie. Gut, also in Peru haben sie einen Typen festgenommen, der ist ehemaliger Lebensmittellieferant. So ein Lebensmittellieferant, der ist ja dann auch schon mal mit einer Kühlbox unterwegs. Macht Sinn, passt irgendwie so zum Gesamtbild. Nur der Typ, den haben sie festgenommen, als er in dieser Kühlbox
eine 600 bis 800 Jahre alte Mumie drin hatte. Also sie haben ihn festgenommen, als er irgendwie in irgendeinem Park mit der Kühltruhe unterwegs war, mit Freunden. Und haben ihn auch in Gewahrsam genommen, weil die Mumie ist irgendwie, fällt auch unter irgendwelche, weiß nicht, ist wie wenn du da irgendwelche archäologischen Funde halt machst. Ich dachte, das wäre auch Verwandtschaft von Ludwig van. Ja, genau. der Tuppes ist ein bisschen schräg, weil er sagt, das sei seine spirituelle Freundin. Sein Vater hätte die vor 30 Jahren mit nach Hause gebracht. Woher, sagt er nicht. Oder vielleicht weiß er es nicht. Und die würde bei ihm im Zimmer wohnen. Die würde auch bei ihm zusammen, also mit ihm schlafen. Also ich nehme an, nur im Bett, so ist das gemeint. Und zwischendurch friert er die immer wieder ein, oder was? Offensichtlich, ich weiß nicht, ob die dann im Bett zugedeckt wird, warm, oder ob die einfach immer in der Kühlbox dann mit im Bett landet. Aber er kümmert sich um sie, sagt er. Ja. Und er hat auch ihr einen Namen gegeben, nämlich Juanita. Ja. Also ist es natürlich klar, dass der Mann natürlich der Mumie dann einen weiblichen Namen gibt, wo das Geschlecht gar nicht kennt. Denn sie haben dann diese Mumie konfisziert und auch analysiert, und es ist natürlich keine Juanita, sondern ein Juan. Genau, der so ungefähr 45 Jahre alt geworden ist. Aber 600 Jahre alt. 600 bis 800 Jahre alt, ja. Ja, wo gräbt man denn sowas aus? Wo gräbt man sowas aus? Eine alte Familientradition, hier. Ja, also ich sag mal. Die Juanita übergeben. Mumien sind ja mumifiziert. Das heißt, die musst du ja genau genommen gar nicht mehr kühlen, weil da verwest ja nichts mehr dran. Die sind ja schon durch. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja, aber du hast ja sowas. Also wo findet man denn sowas? Naja, gut. In so Pyramiden. Wo war das, in Peru oder was? Peru, ja. Also ich glaube, in Peru gibt es hier auch schon lange. In Peru gibt es sehr, sehr viele sehr alte Mumien-Shops oder was. Irgendeinem älteren Gebäude, was weiß ich, auf dem Dachspeicher von irgendeiner peruanischen Pyramide. Er sagt ja jedenfalls, er hat sie nicht verkaufen wollen irgendwie, weil das ist wohl irgendwie ein Vorwurf auch, sondern nur seinen Freunden zeigen wollen. Aber ich finde es irgendwie, also sowas finde ich immer spooky. So ein Typ, der mit so einer... Bringt meine neue Freundin mit oder was? Mit so einer Leiche durch die Gegend rennt. Eieiei. Und mit dir schläft. Da muss man Spaß dran haben. Und dann auch noch eine Transe. Ja. Nein, das war jetzt böse. Aber gibt es da irgendeinen Kommentar zu, dass das jetzt gar keine Juanita war? Oder war ihm das eigentlich egal, weil es ja nur spirituell... Nee, einen Kommentar dazu gibt es nicht. Also sie haben halt das dann festgestellt, aber was er dazu zu sagen hat. Und hat er die wiedergekriegt? Der kriegt die nicht wieder. Nee, der ist tatsächlich wohl noch immer im Gewahrsam, also zumindest als das hier geschrieben wurde. Weil mit Mumien spazieren gehen ist verboten, oder? Ja, es ist weil wohl, einfach sonst ein Spinner es ist wohl irgendwie eben so ein archäologischer Fund, den darfst du dir nicht aneignen, ne? Vor allem, wie geil ist das denn für die ganzen Kunden von dem Gemüsehändler? Der rennt da mit der Mumie rum und liefert dir aber vorher jahrelang irgendwie das Frischobst. Ja. Hier, lecker Datteln. Ja, die Datteln, weil er sicher Trockenobst. Trockenobst-Spezialist. Hoffentlich waren es nicht die Datteln vom Juan. Ja, die Datteln riechen nach 600 Jahre altem Sack. Könnte man sagen, das ist jetzt fast eine geile Überleitung zu dem, was wir in zwei Wochen vorhaben. Aber das... machen wir jetzt mal platzieren und abholen. Merkt euch einfach nur Datteln vom Juan. Ja, klar. Ich meine, der kümmert sich schon seit 30 Jahren um sie. Also kann schon sein, dass da die Datteln so ein bisschen muffeln, ja. Herrlich. So. Ja, haben wir das auch geklärt? Ja. Nicht mit Mumien in Peru spazieren geht, fahrt lieber nach Mexiko. Da ist das wahrscheinlich besser möglich. Und ansonsten möchte ich jetzt schon mal anteasern, gar nicht in zwei Wochen, sondern wahrscheinlich sogar in einer Woche. Ostersonntag wollen wir noch eine kleine Osterspezialfolge herausbringen. Und da dürft ihr wirklich gespannt sein. Da zünden wir ein richtiges Feuerwerk. Da müsst ihr dabei sein, unbedingt. Da habe ich schon große Pläne. Ja. Boah, das wird gut. Ich freue mich so. Ich kann es kaum abwarten. So. Eieiei. Eieiei. Also, in diesem Sinne, bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Yo, tschüss.